So, heute schauen wir uns mal einige unterschiedliche Ladekabeltypen etwas genauer an, und zwar die von der Firma Lapp. Und wir werden auch gemeinsam klären, für wen welches Kabel eher interessant ist und für wen welches Kabel eher nicht interessant ist. Und es gibt auch ein Highlight mit dabei, und zwar ein Ladekabel, welches patentgeschützt ist. Und das gibt es auch ausschließlich nur von der Firma Lapp. Und was dieses patentierte Ladekabel kann, das schauen wir uns in diesem Video etwas genauer an. Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Energielösung. Mein Name ist Robert und ich möchte euch als erstes an unseren Onlineshop erinnern, wo ihr eine riesige Auswahl an Ladekabeln für euer Elektroauto vorfinden werdet. Es gibt auch schon einige Videos zum Thema Ladekabel, die auch immer fleißig in einer Playlist abgelegt werden. Die Playlist verlinke ich euch da oben. Und vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, weil dann könntest du nämlich auch zu denjenigen gehören, der von uns eine Wallbox geschenkt bekommt. Da werde ich am Ende noch mal detaillierter drauf eingehen, aber du findest auch alle Infos unten in der Videobeschreibung. Gut zu wissen ist auf jeden Fall, dass es grundsätzlich bei Ladekabeln unterschiedliche kW-Leistungsklassen gibt. Und die gängigsten Leistungsklassen liegen bei 7,4 kW, 11 kW oder 22 kW, die je nach Leistungsaufnahme des Elektrofahrzeuges oder der Leistungsabgabe eurer Ladestation, eurer Wallbox sozusagen, gewählt werden sollte. Hierbei mag ich auf jeden Fall auch daran erinnern, dass diese komplette Ladekette, die aus Ladestation, Ladekabel und Elektroauto besteht, auch miteinander harmonieren. Das bedeutet, dass wenn eure Wallbox eine Ladeleistung von 22 kW abgeben kann, euer Elektroauto auch eine Ladeleistung von 22 kW aufnehmen kann, dann muss auch das Ladekabel dazu in der Lage sein, diese 22 kW Ladeleistung zu transportieren. Also braucht ihr in dem Fall auch ein Kabel, welches auf 22 kW ausgelegt ist. Aber nun zurück zu unserer Lapp-Ladekabelserie, die im Übrigen alle ausschließlich in Deutschland produziert werden. Die Kabellängen der Lapp-Ladekabelserie variieren je nach Kabelart zwischen 5 Metern und 7 Metern, und die Kabel sind auch grundsätzlich immer mit einem Typ 2 Stecker ausgestattet, sowohl einmal fahrzeugseitig als auch ladestationseitig, und dadurch sind wir hier auch zukunftssicher, was dieses Kabel betrifft, da wir hier ja auch einen genormten Typ 2 Stecker verbaut haben, mit dem wir im Übrigen auch in ganz Europa laden können. Im Übrigen gibt es auch ein Video zu den unterschiedlichen Ladesteckern. Das verlinke ich euch hier oben nochmal. Und da geht es, wie gesagt, um Ladestecker, um Adapter. Den einen oder anderen dürfte das eventuell interessieren. Klassische Kabelbauweise nennt man übrigens glattes Kabel. Das ist ein Kabel ohne weitere Formeigenschaften, also anders als bei denen, die ich auch noch in dem Video vorstellen werde. Und hierbei ist es auch so, dass Lapp diese glatten Kabel in zwei unterschiedlichen Längen herausbringt, also in 5 Meter und in 7 Meter Länge. Und je nach Leistungsklasse ist hierbei auch ein dreiphasiges oder ein einphasiges Laden des Elektroautos möglich. Die Verarbeitung des Kabels ist im Übrigen spürbar robust, muss ich sagen. Also da merkt man schon, dass man wirklich ein hochwertiges Kabel auch in der Hand hält. Die Oberfläche fühlt sich auch so ein bisschen mattiert an. Man sieht es ja auch, dass das nicht so ein Glanz, Hochglanzkabel ist, sondern es ist ein bisschen mattiert. Und das sorgt auch dafür, dass es auch rutschfest sich anfassen lässt. Im Übrigen besteht dieses Kabel hier auch aus halogenfreiem Material. Es ist auch ölbeständig und natürlich auch schwer entfernt. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist dieser leuchtorangene Farbton. Dieser zeichnet definitiv auch entsprechende Stolperfallen doch frühzeitig aus. Gerade so in dunkleren Situationen, in einer Garage zum Beispiel, da fällt das doch extrem auf. Und dann lassen sich damit auch viel besser Stolperfallen vermeiden als mit einem dunklen oder nicht so auffälligen Kabel. Die Stecker sind auf beiden Seiten, also auf Fahrzeug- und auf Ladestationsseite, fast ganzflächig gummiert. Das sieht man hier auch ganz gut auf der Unterseite. Da ist nur so ein kleiner Kunststoffsteg noch mit drin, was wahrscheinlich zur Stabilität dieser Gummierung beiträgt. Dadurch liegen diese Stecker auch sehr gut in der Hand und sind durch diese Gummierung auch ziemlich rutschfest.
Ein Nachteil dieser glatten Kabelbauweise liegt meiner Meinung nach darin, dass wenn sie beim Laden auf den Boden liegen, im Verhältnis zu den anderen Bauweisen die höchste Auflagefläche haben. Und es könnte wiederum dazu führen, dass durch die hohe Auflagefläche des Kabels viel mehr Schmutz und Nässe an so einem Kabel hängen bleiben könnte. Da gehe ich auch nochmal bei den anderen Kabelbauweisen nochmal explizit drauf ein, aber ehrlich gesagt ist das auch ein Jammern auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Das muss man wirklich mal so sagen. Kommen wir mal zu den beliebtesten Bauweisen, und zwar ist das spiralisierte Ladekabel, und dieses gibt es in der Auszugslänge von 5 Metern, also das ist auch die Nutzlänge. Die Nutzlänge dieses Kabels liegt bei 5 Meter und es ist verfügbar in den Leistungsklassen von 7,4 und 11 kW. Auch wenn das Spiralkabel noch so schön anzusehen ist, sollte man sein Gewicht nicht ganz unterschätzen. Denn verglichen mit einem normalen, glatten Kabel, auch mit der Nutzlänge von 5 Metern, kommen wir hier mal schnell auf fast das Doppelte des Gewichtes. Und es hängt halt auch damit zusammen, dass wir hier, in dem Fall ist es ja eine Nutzlänge von 5 Metern, einfach auch viel mehr Material benötigen. Man spricht bei so einem Spiralkabel von bis zu 80-100% mehr Material. Und dadurch entsteht natürlich auch ein höheres Gewicht und man muss es leider auch sagen, auch der höhere Preis, weil hier einfach viel mehr Kupfermaterial verbaut wurde. Das sollte man nicht vergessen. Dennoch ist dieses 11 kW Ladekabel von der Firma Lapp im Gegensatz zu dem 22 kW Ladekabel von der Firma Electric Waze ein wahres Leichtgewicht, muss man ja wirklich sagen. Aber 22 kW benötigt ja auch wesentlich dickere Adern, also Kupferadern, als ein 11 kW Ladekabel, und deswegen kommt hier natürlich auch das geringere Gewicht zu tragen. Falls euch das andere Kabel, das 22 kW Kabel von Electric Waze, auch interessiert, es gibt dazu ein Video, das ich vor ein paar Wochen schon mal gemacht habe, das verlinke ich euch da oben. Das ist auch ein sehr interessantes Kabel, schaut auch fast so schön aus wie dieses schöne orangene, bloß das ist grün, aber auch nicht schlecht. Ein echter Vorteil von Spiralkabeln ist das stets aufgerollte Ladekabel, welches durch seine Eigenspannung, die es hat, dadurch, ähnlich wie bei einer Feder, immer in der Luft hängt. Und dadurch haben wir wirklich auch den Vorteil, wenn dieses Kabel am Elektroauto steckt, dieses Ladekabel auch nicht auf dem Boden liegt und dadurch auch weniger anfällig ist für Nässe, Schmutz und so weiter, was ich ja schon mal kurz bei dem glatten Ladekabel auch erwähnt habe. Und das zeichnet doch so ein Spiralkabel definitiv aus, und ganz nebenbei schaut das auch nochmal richtig cool aus. Selbstverständlich haben wir auch hier wieder dieselben gummierten Typ 2 Stecker mit übrigens robusten versilberten Kontakten innen und auch eine massive Gummikappe, um diese Kontakte vor Schmutz und Nässe zu schützen. Jetzt kommen wir zu einer Bauweise, die es exklusiv nur von der Firma Lapp gibt, da Lapp nämlich die Form und das Design dieses Kabels hat in weiser Voraussicht schützen lassen. Und das aus gutem Grund, wie wir gleich sehen werden. Bei der Firma Lapp nennt man das Helixkabel, da es sich um ein helixiertes Kabel handelt, welches eine sehr auffällige Kobraform aufweist. Man hätte theoretisch das Kabel auch die Lapp-Kobra nennen können. Welches gerade durch sein Formgedächtnis auch funktionell so einiges bietet. Auch hier gibt es wiederum die beiden Leistungsklassen 7,4 kW und 11 kW in einer maximalen Kabellänge von 5 Metern. Und auch hier haben wir wieder gemeinsam mit der Firma Lapp ein Eigenmarkenkonzept auf den Markt gebracht für Energielösung. Das läuft unter der Bezeichnung Mein Ladekabel. Das ist auch die 11 kW Variante und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die helixierte Form bietet gegenüber den üblichen Bauweisen den großen Vorteil, dass es sich schnell in seine Urform bringen lässt. Das bedeutet, es ist schnell zusammengelegt, unverstaut, aber auch genauso schnell einsatzbereit, da kaum etwas verknoten oder sich verheddern kann. Je nach Ladesituation ergibt sich durch die Formgebung der Vorteil, dass das Kabel durch die Eigenspannung genauso wie das spiralisierte Kabel in der Luft hängt.
oder nur mit wenigen Auflagepunkten auf dem Boden liegt, womit es wiederum weniger anfällig für Schmutz und Nässe ist. Also mich würde ja echt mal interessieren, wie die Firma Lapp diese helixierten Kabel herstellt. Soweit ich weiß, ist es ja bei den spiralisierten Kabeln so, dass dort eine Thermobehandlung stattfindet. Also es wird unter Temperatur gebracht. Ich habe da übrigens auch ein Video gefunden, wo man genau sieht, dass erstmal die Kabel auf so eine Art Form gebracht werden. Das ist eine Stange. Daran richtet sich dann auch später auch die Form der Spirale sozusagen. Und dann wird das Ganze in einen Backofen geschoben, dort kurzzeitig thermobehandelt und anschließend behält sich das Kabel diese Form bei. Also das entsteht so eine Art Formgedächtnis des Kabels und ja, mich würde trotzdem interessieren, wie geht das bei den Helixierten? Da gibt es dann vielleicht solche Schneckenformen, wo sie die reinlegen, oder wird eine große Rolle gemacht mit ganz viel Kabel nebeneinander und aufgewickelt? Also da gibt es wahrscheinlich ewig viele Möglichkeiten, wie man es machen könnte. Wenn ihr da was wisst, dann schreibt es mal unten in die Kommentare oder vielleicht findet ihr ja irgendwo ein Video oder wisst irgendwas Spezielles. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Vielleicht, wer weiß, vielleicht sind wir ja irgendwann mal bei Lapp und filmen das Ganze mal gemeinsam mit der Firma Lapp. Also wenn euch das auch interessieren würde, schreibt unten in die Kommentare. Die Stammzuschauer wissen ja Bescheid, wir verschenken hier auf Energielösung eine meine Wallbox an einen unserer Zuschauer bei jedem 1000. Jubiläum. Und diese Wallbox, das ist die Home Eco von der Firma Heidelberg. Das ist ein Eigenmarkenkonzept, das wir gemeinsam mit der Firma Heidelberg entwickelt haben. Und das ist auch eine Black Edition. Dazu gibt es auch ein Video, das verlinke ich euch da oben. Und mit viel Glück bist du derjenige, der das Teil hier bald bei sich in der Werkstatt oder in der Garage hängen hat. Ja, und wenn ich mit einem Wort zusammenfassen sollte, was ich von der Lapp-Kabelserie halte, dann ist es definitiv das Wort Vielfalt. Es sind sehr unterschiedliche Kabelkonzepte mit dabei. Die haben mir grundsätzlich alle sehr gut gefallen und deswegen würde ich mir auch sehr schwer tun, hier das richtige Kabel für mich auszuwählen, wenn ich da ganz logisch rangehen würde. Aber ich bin einfach so der Typ, ich kaufe immer nach Optik, ich kaufe nach Design. Deswegen ist für mich auch das spiralisierte Kabel eher so das Thema, wofür ich mich entscheiden sollte. Vielleicht tue ich mir da auch wesentlich einfacher bei meinen Kaufentscheidungen, wenn ich so vorgehe. Mich würde mal interessieren, wie ihr denn bei euren Kaufentscheidungen vorgeht. Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare, wenn ihr das möchtet. Ansonsten vergesst nicht, diesen Kanal auch zu abonnieren und seid mit dabei das nächste Mal. Für dieses Mal bedanke ich mich bei euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus, euer Robert von Energielösung.